Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Wie man sieht, bin ich bereits im Bosskampf. Ich habe mir gedacht, starte ich einfach hier an der Mauer, weil ja, man kann hier so gut starten, weil man hier nicht angegriffen wird. Und ich möchte halt nicht wieder den ganzen Ablauf im Let's Play machen. Also spiele ich jetzt von hier aus. Und ich denke mal, oh Gott, oh Gott. Das ist Fernkampfangriff, oh. Also nochmal. Ich denke, mein Ablauf gestern war richtig. Nur ich bin nicht richtig in den Kopf dran gekommen. Deswegen hat es nicht geklappt und ich bin gestorben. Und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ob das denn jetzt auch trotzdem klappt. Die sagen auch schon Schwächekopf, Sturzangriff. Am besten ganz langsam und dann. Leck mich am Arsch! So, der Versuch eben zählt nicht. Ich war ein bisschen sauer. Ein bisschen untertrieben. Nachdem ich die Aufnahme beendet habe, habe ich schon noch wogegen geschlagen. Aber jetzt klappt es gefälligst richtig, weil. Ich finde das schon irgendwie scheiße, dass der gerade nicht mal zugeschlagen hat. Hey, geht doch. Ich dachte schon, er wollte schon gar nicht mehr. Naja. Das rastet ja noch ein bisschen aus. So, jetzt aber komm. Ja! Oh, ein One-Hit. Ja, übertreibe es halt mal. Okay, der Boss an sich schwach. Ich bin wirklich nur zweimal an den gestorben, weil ihr habt es selbst mitgekriegt. Oh, noch. Ich rede gleich weiter. Anscheinend werde ich irgendwohin teleportiert. So, ihr habt selbst miterlebt, warum ich da zweimal dumm gestorben bin, weil die Strategie war richtig, nur die Durchsetzung war aus irgendeinem Grund total verkehrt. Das war ja schon irgendwie blöd. So, direkt ein neues Leuchtfeuer. Oh, über 100.000 Seelen hat es gegeben. Das ist nett. Ich frag mich noch, was mir dieser Drachenkopfstein-Ding bringt. Was ist das für ein Geräusch? Das bin ich? Nee, das bin ich nicht. Ich habe das Gefühl, der hat mein Schild an. Ja, der hat mein Schild an. Alter, frag mich nicht ab. Okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Fuck. Okay, er hat auf jeden Fall dieselben Moves mit dem Schwert. Und er haut ordentlich Damage rein, muss man sagen. Ah, nichtsdestotrotz werde ich dich aufhalten. Gott. Oh, 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 dumm. Ah! Elektroattacken hat er auf einmal, okay. Das ist doch dasselbe Schild wie meins, oder? Ich konnte jetzt nicht auf mein eigenes achten. Ich guckte auch sonst nie auf das Wappen drauf. Nö, das ist ein komplett anderes Schild. Hab mich vertan. So, jetzt aber. Fuck, er war schneller. Oh, ich merke gerade. Glut wieder verloren. Alter. Langsame Angriffe sind manchmal echt schwieriger zu kontern als schnelle Angriffe. Hast du manchmal eigentlich das meistens so? Man kriegt das gar nicht gut getimt.
Mist, ich wollte ihn eigentlich... Nein. Nein. Alter. Ich komme nicht an ihn vorbei. Das reicht's mir aber. Ja, Alter. Okay. Der blockt also mit seinem Schwert. Sollte ich dann auch machen. Ja, wenn ich so kämpfe wie du, hast du keine Chance mehr. Fuck. Nein, was lasse ich meine Blockade auf einmal fallen? Ich bin manchmal echt ein dummer Vollidiot. Ah, naja. Jetzt wird's aber was. Okay. Komm. Ach ja, strauchel du nicht. Irgendwie ist mir das langsam ein bisschen zu blöd. Ich gucke jetzt mal im Inventar erstmal, was dieser Drachenkopfstein eigentlich ist. Das hätte ich mal machen sollen. Ich meine, ich habe den ja nicht umsonst bekommen. Drachenkopfstein. Da ist er. Drachenkörper erlangt wie der Drache. Drachenkörper erlangen wie ein Drache Grollen. Von der Macht des ewigen Drachen erfüllter Stein. Teil des geheimen Rituals der des Drachenglaubens. Du erhältst einen Drachenkörper und grollst wie ein Drache. Kann bis zum Tode nicht rückgängig gemacht werden. Seit uralten Zeiten ist der Drachenglaube der Pfad der Krieger, von denen es heißt, sie würden in ihren tiefen Meditationen den Erzdrachengipfel erblicken. Manchmal hören sie aus der Ferne sogar den Klang der großen Glocke des Gipfels. Oh. Na gut, dass ich den Drachenkörperstein, nicht den Drachenkopfstein vorgelesen habe. Erlangt Drachenhauch verströmen. Hm. Von der Macht der ewigen Drachen erfüllter Stein. Teil des geheimen Rituals des Drachenglaubens. Du erhältst einen Drachenkopf und verströmst Drachenhauch. Kann bis zum Tod nicht rückgängig gemacht werden. Diejenigen, die den Pfad der Drachen beschreiten, streben nach der perfekten Imitation. Dieses Ritual stellt nur eine der Schritte dar. Alles klar. So, du blöder Penner, jetzt reicht's mir aber. Ich bin langsam genug von dir. Ich weiß gar nicht, ob man diese Samurai-Schläge überhaupt kontern kann. Das ist das Problem. Nein, das war eine dumme Idee, aber ich habe zum Glück noch reagiert. Hätte ich jetzt geblockt, wäre der Schlag komplett durchgezogen. Alter. Alter, es wird immer schlechter. Was ist mit mir los? Mir reicht's jetzt. Ach, es muss doch einen Weg geben. Am besten habe ich gegen ihn am Balkon gekämpft. Ich versuche es nochmal, so. Nice. Mann. Alter. Ich hasse diesen Typen. Okay. Beruhig dich, Marcel. Mit Wut klappt gar nichts. Es ist ein scheiß Wetter. Es ist total heiß. Ich bin noch erkältet, trotz Hitze. Meine Konzentration ist sowieso gerade im Keller. Aber ich darf das nicht an mich rankommen lassen. Alter, der hört nicht mehr auf zu schlagen.
Hat er das die ganze Zeit schon gemacht? Der muss doch auch Ausdauer haben. Ey, bin ich blöd? Er haut einfach drauf wie ein Berserker. Das Blöde ist, ich kann das nicht machen. Ich kann kaum an ihn rankommen. Er strauchelt meinen meisten Schlägen gar nicht mal. Mann. Alter. Da. Ich meine, er hat gerade 6-mal zugeschlagen. Oh mein Gott. Komm schon. Nein. Komm schon. Ach, Arschloch. War zwar irgendwie scheiße, feige und alles, aber es hat geklappt. Lasst mich in Ruhe. Ich bin gut. Warte, warte. Wollt ihr mich verarschen? Soll das ein Witz sein? Oh, leck mich am Arsch. Oh Mann. So, schnell, schluck, schluck und jetzt weiter geht's. Ach, komm schon. Ich muss ihn irgendwie hier hinkriegen, hier. Mist. Ja! Es hat doch mal geklappt. Alter, der schlägt so schnell zu. Ach, manchmal so langsam, dass man gar nicht weiß, was man da machen soll. Und das bin ich mal dran mit permanent zuhauen, du Arschloch. Nein. Ich muss weg von der Scheißecke. So, jetzt habe ich noch Auslaufmöglichkeiten nach Trinken. Fuck. Da habe ich ihn gut getreten bekommen, aber sonst war alles scheiße. Ja, ja. Nerv mich nicht. Runter mit dir. Runter. Oder stirb einfach so. Ist das doch... Es ist nicht euer Ernst. Die kommen einfach immer wieder. Wo sind sie ja? Ah! Fuck. Okay. Ich kann so nicht loslaufen. Ich möchte nicht so einen Typen im Rücken haben und dann nur über 100.000 Seelen. Kann ich ins Leuchtfeuer? Gut. Gut, also ich gehe jetzt meine Seelen ausgeben. Ich muss gucken, woran es liegt, dass diese Typen kommen. Vielleicht hat es was mit den Typen hinter ihm zu tun. Aber sie werden immer wieder kommen. Mein Gott, und sie sind total stressig. Naja. Okay, was will ich denn haben? Ich brauche mehr Ausdauer. Ich brauche mal ein bisschen mehr Belastbarkeit. Ich habe so wenig. Ich will mal was gucken. Ich glaube, wenn ich unter 30% bekomme ich... eine bessere Ausweichrolle. Okay, das ist bis jetzt das Leichteste. Noch leichter. Ich mag am Ende zwar aussehen wie ein Vollidiot, aber das will man machen. Man kann nicht alles haben.
Klasse. Ha. Man kann es ja mal versuchen. Ich meine, die Artorias-Rüstung kriege ich schnell wieder zusammengepflegt. Okay, ich sehe. Mal sehen, gucken, wie ich aussehe. Richtig sexy. Hast du einen Unterschied, merke ich? Nee, im Moment. Ich brauche einen Vergleich. Ne? Also Rolle unter 30%. Und Rolle über 30%. Hm. Moment. Ja, die Rolle unter 30% geht eindeutig schneller. Mann, das sieht man direkt. Das sieht man noch meine gesamte Schwärze. Ich werde aber erstmal mehr Belastbarkeit holen. Also meine Belastbarkeit ein bisschen skillen. Damit ich was Vernünftigeres anziehen kann, weil so bin ich fast one-hit wahrscheinlich. Was ich jetzt machen kann, weil ich jetzt so viel Belastbarkeit mehr habe, ich kann wahrscheinlich jetzt sogar die Waffe anziehen, die ich anhaben will. Und die ich anhaben will, ist die da. Ja, nice. Alles klar. So, das war's dann auch mit meinem Part. Ich habe zwar den Boss besiegt, aber danach ging es leider nicht so toll weiter. Aber ich habe zumindest rausgefunden, dass es nichts bringt, ihn zu töten, weil die immer wieder kommen. Ich muss gucken, wie ich am besten an ihm vorbeikomme. Also hat das keinen Sinn. Also wünsche ich euch noch einen schönen heißen Sommerabend. Wir sehen uns dann morgen. Ciao.